Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Zwischen Weihnachten und Neujahr passiert eigentlich nicht wirklich viel. Anleger, die im Plus sind, möchten sich nicht auf den letzten Tagen ihre Performance kaputt machen. Daher schließen viele ihre Bücher und nutzen die Tage zwischen den Feiertagen ja, für einen kleinen Urlaub. Die letzten Tage im Jahr werden auch oftmals genutzt, um ja, die Depots noch einmal ein bisschen hübsch zu machen, Steuern zu optimieren oder ja, institutionelle Anleger schichten ein wenig um. Daher gibt es bei dünnen Handelsvolumen oftmals Bewegungen, die auf längerer Sicht nicht nachhaltig sind. Man sieht auch beim Fear & Greed Index, der aktuell den Wert von 58 hat, dass der Markt momentan wieder ein bisschen gierig wird. Nach einer kleinen Weihnachtsrallye deutete sich zumindest am Montag an, dass wir eventuell noch eine kleine Jahresendrallye sehen. Ob es so kommt, wird man halt sehen. Bei den ganzen Problemen am Markt läuft der Markt allerdings überraschend gut. Anfang des Jahres könnte natürlich alles wieder etwas anders aussehen. Das ist jetzt für mich auf jeden Fall nicht der ideale Punkt, um Aktien neu zu kaufen. Da warte ich lieber auf die nächste Schwächephase, um dann wieder zuzuschlagen. Das heißt aber auch für mich, dass ich ja, mir ein paar Aktien jetzt anschauen kann, die eventuell interessant werden ja, für später. Darunter fallen dann auch Aktien, die 2021 besonders stark gelitten haben. Und so möchte ich mir heute mal eine hart gebeutelte Aktie aus China ansehen. Es handelt sich dabei um die Tencent Holding. Hier finde ich die charttechnische Situation sehr interessant und daher möchte ich einen ersten Blick auf die komplette Aktie werfen. Mal sehen, ja, was am Ende dabei rauskommt. Viel Spaß mit dem Video. Bevor die massiven Hinweise kommen, dass das China-Risiko sehr groß ist, vor allem jetzt auch bei dieser Aktie, möchte ich schon einmal im Vorfeld klarstellen, dass mir die Situation um China, deren Aktien und die Regulierungswut der chinesischen Regierung bekannt sind. Ja, genauso wie das Delisting-Risiko oder der China-USA-Konflikt. Ja, ein erhöhtes Risiko besteht hier, ohne Zweifel. Denn ja, nicht ohne Grund ist die Aktie mittlerweile gut 36% gefallen. Dennoch könnte nach dem Abschlag ein langsamer und vorsichtiger Einstieg Sinn machen. Und um das zu klären, schaue ich mir die Aktie heute ein wenig an. Kommen wir daher erst einmal zu dem Unternehmen. Das chinesische Internetunternehmen Tencent Holding betreibt eines der größten und meistfrequentierten Serviceportale der Volksrepublik China. Die Gesellschaft bietet eine breite Anzahl an Internet- und mobilen Kommunikationslösungen, darunter den Instant Messenger-Dienst QQ, das Online-Portal QQ.com, eine Spieleplattform, einen ja, multimedialen Social-Network-Dienst und eine ja, chinesische Online-Kommunikationsplattform. Ziel der Gesellschaft ist, mit einer Vielzahl unterschiedlicher medialen Angebote die Nutzer sowohl mit Informationen als auch mit Entertainment-, Kommunikations- und E-Commerce-Lösungen zu bedienen. Die Gesellschaft hält eine Reihe von Technologiepatenten, unter anderem in den Bereichen Instant Messaging, E-Commerce, Mobile-Bezahllösungen, Suchmaschinen, Internetsicherheit und Online-Games. Tencent hält diverse Beteiligungen an Unternehmen wie Activision Blizzard, Epic Games, Frontier Development, Funcom, Mail, .ru, Ubisoft oder Paradox Interactive. Hinzu kommen Anteile an JD.com, Snapchat, Spotify und Tesla und so weiter. Also alleine diese Beteiligungen stellen schon einen großen Wert dar. Das sollte dann erst einmal reichen. Schauen wir uns jetzt als erstes mal den Chart an. Auf langer Sicht sehen wir einen aktiven, langjährigen Aufwärtstrend, der den Kurs bis auf gut 83 Euro führte. Dann begannen die Probleme mit chinesischen Aktien und der Kurs verlor gut 36% an Wert. Dabei hat sich ein mittelfristiger Abwärtstrend gebildet, der allerdings im Oktober seitlich durchlaufen wurde. Aktuell haben wir übrigens ein Kursniveau erreicht, das wir schon 2018 erblickt haben. Für das Chartbild kann ich gut 6 Punkte vergeben. Auf kürzerer Sicht sieht der Chart natürlich grausam aus. Anfang 2021 konnte der Kurs noch das Hoch bei gut 83 Euro erreichen. Dann setzte der Abwärtstrend ein. Was mir hier aber gefällt, ist nicht nur, dass der Kurs aktuell einen recht stabilen seitlichen Verlauf hat, sondern zum einen, ja, dass er den Abwärtstrend durchlaufen hat. Hinzu kommt eine doch recht stabile Spanne, in der die Aktie läuft. Seit Juli läuft die Aktie zwischen 45 und 57 Euro. Hinzu kommt, dass der Trendkanal, den wir jetzt sehen, leicht steigend ist. Die Tiefs im September und Dezember sind immer höher ausgefallen. Kurzfristig hat sich allerdings ein leicht negativer Abwärtstrend gebildet, der momentan tiefe Hochs und Tiefs markiert. Der leicht positive Trendkanal ist dadurch aber noch nicht gebrochen worden. Auch wenn ich den aktuellen seitlichen Verlauf sehr interessant finde, muss ich den negativen Verlauf der Aktie berücksichtigen und daher kann ich für das Chartbild nur 4 Punkte vergeben. Dennoch finde ich die aktuelle Chartsituation sehr interessant. Dann schauen wir uns eben die externen Firmenbewertungen an. Der Piotrowski-Wert liegt bei 8 Punkten und der Moody's Analytics Risk Score liegt bei 5 Punkten. Ja, dann
gucken wir mal, was die Analysten zu dem Unternehmen sagen. Also aktuell sagen 43 kaufen, 6 übergewichten und 5 sagen halten. Also jetzt nicht gerade die große Schwemme an Analysten, die jetzt rauskommen und sagen, verkauft die Aktie. Daraus berechne ich auf jeden Fall einen Durchschnittswert von 4,7 von 5 Punkten. Das durchschnittliche Kursziel liegt momentan bei 69,80 Euro. Dabei reicht die Spanne von 39,66 Euro bis 93,04 Euro. Ja, nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so liegt dieser bei 16,91 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial, zumindest in den Augen der Analysten, von satten 31,97%. Nicht schlecht. Dafür kann ich auf jeden Fall 10 Punkte vergeben. So, dann schauen wir uns mal eben kurz die Aktienanzahl an. Also die ist tendenziell leicht steigend. Nicht wirklich stark, also hier werden nicht wirklich große Stückzahlen jedes Jahr rausgehauen, sondern immer so ein kleiner Hauch mehr Aktien. Ja, was nicht schön ist, aber jetzt auch absolut nicht katastrophal. Dann gucken wir uns eben den Umsatz an. Der lag im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr bei 61,22 Milliarden Euro und die Tendenz ist seit Jahren steigend. Das ist schon mal eine Sache, die mir sehr gut gefällt. Ja, das Kursumsatzverhältnis liegt bei 15,7. Das ist natürlich sehr üppig, muss man wirklich zugeben. Die EBITDA-Gewinne sehen gut aus. Wir haben jedes Jahr eine steigende, sogar teilweise stark steigende Tendenz. Und im letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr hatten wir einen EBITDA-Gewinn von 23,28 Milliarden Euro. Und bei einer Marge von 38% kann man jetzt auch nicht meckern. Hinzu kommt auch, dass die Marge tendenziell eigentlich auf einem gleichbleibenden Niveau ist. Also wir liegen seit drei, vier Jahren in so einer Spanne zwischen 37% und 39%. Also eine schöne kontinuierliche Spanne, die wir hier haben, in einem recht hohen Niveau. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das erwartete Kursgewinnverhältnis liegt bei 24,8. Das ist ein Niveau, was ich voll in Ordnung finde. Und was ich auch sehr gut finde, ist die Eigenkapitalquote. Die liegt nämlich bei 63,9. Und das ist ein sehr guter Wert, muss man wirklich sagen. Dann kommen wir zu den Schulden. Also die Schulden beliefen sich Ende letzten Geschäftsjahres auf 74,55 Milliarden Euro. Klingt erstmal viel und schön ist auch nicht die Steigerung, weil wir sehen jedes Jahr eine Zunahme der Schuldenhöhe. Aber das muss auch erwähnt werden, das ist kein wirkliches Problem bei einem Konzern. Erstmal, weil das natürlich ein Riesenkoloss ist und da fallen die 74 Milliarden Euro Schulden doch schon wieder ein bisschen kleiner ins Gewicht. Man sieht aber auch am Nettoverschuldungsgrad, dass die Schulden nicht wirklich ein Problem sind, denn der liegt gerade mal bei 2,6. Das heißt, Tencent könnte seine kompletten Schulden mit seinem erwarteten EBITDA-Gewinn in gut 2,5 bis 3 Jahren komplett zurückzahlen. Und das ist ein sehr guter Wert. Also man sieht, dass die Schuldenhöhe überhaupt kein Thema sind bei dem Unternehmen. Und das ist ja natürlich auch schon mal grundlegend ein gutes Zeichen. Eine kleine Dividende gibt es bei dem Unternehmen dann auch noch. Die ist nicht wirklich hoch. Letztes Jahr gab es wohl so 0,18 Euro. Aber wir haben ja eine steigende Tendenz. Also jedes Jahr wird die Dividende ganz leicht erhöht, was ich prinzipiell immer ganz gut finde. Hilft natürlich nichts bei einer Dividendenrendite von 0,42%. Also hier muss man sich jetzt nicht vorstellen, dass man irgendwann mal sehr, sehr üppige Dividenden erhält. Also nicht in absehbarer Zeit. Es ist dann wieder so ganz nach dem Motto, symbolische Dividende, ne? Kleine, feine ist besser wie keine. Also nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Auf jeden Fall, die Ausschüttungssumme für die Dividende liegt bei gut 1,313 Milliarden Euro. Und das ist überhaupt kein Thema für das Unternehmen. Denn bei einem Free Cashflow von 26,89 Milliarden kann die Dividende ganz locker aus den Freimitteln bezahlt werden. Also das ist auch ein sehr gutes Bild. Vor allem, man muss ja auch mal anschauen, wie die Ausschüttungsquote ist. Und die liegt gerade mal bei 4,8% von den freien Mitteln. Also das kann ganz, ganz locker gestemmt werden und es zeigt auch, es ist noch sehr viel Potenzial auch bei der Dividende dabei. Natürlich steckt Tencent sehr viel Geld auch ins Wachstum und auch in Übernahmen, muss man auch sagen. Aber wenn sie wollten, könnten sie natürlich eine viel, viel höhere Dividende zahlen. So profitabel sind sie auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Schätzungen. Als erstes der Umsatz. Der soll jetzt in diesem Jahr wohl so bei 78,63 Milliarden Euro liegen. Und tendenziell soll er die nächsten Jahre dann weiterhin sehr gut steigen. Muss man wirklich auch sagen, von den Steigerungsraten her. Hat mir sehr gut gefallen. Man sieht auch im Vergleich zum letzten Jahr, wo wir noch 61,22 Milliarden Euro Umsatz hatten, wäre das immerhin noch eine Steigerung von 28,44%. Und das trotz der Krise, ich sag mal, mit der chinesischen Regierung. Also
Die Schätzungen gehen momentan davon aus, dass das Unternehmen weiter im Wachstummodus bleibt. Bei den Gewinnen sieht es ähnlich aus. Wir haben wohl dieses Jahr einen EBITDA-Gewinn in Höhe von 28,74 Milliarden Euro. Und das wäre auch eine Steigerung von gut 23,47% im Vergleich zu letzten Jahr. Und auch hier sehen wir, dass die Steigerung in den nächsten Jahren von den Analysten ja genauso gesehen wird wie beim Umsatz. Also auch hier sollen jedes Jahr mehr Gelder hängen bleiben. Ja, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ja, naturgemäß sinkt dann das erwartete KGV natürlich dann dementsprechend jedes Jahr auch ab. Und wir sollen dann 2023 in einer Region von 18 landen. Und das wäre natürlich bei einem wachstumsstarken Unternehmen ein ja, sehr guter Wert, muss man wirklich sagen. Ja, dann kommen wir noch zur Dividende. Die soll wohl jetzt dieses Jahr auf 0,225 Euro pro Anteilsschein steigen. Und das wäre ja auch eine ordentliche Steigerung im Vergleich zum letzten Jahr, wo noch ja gut 18 Cent angefallen sind. Und die Analysten gehen auch davon aus, dass die Steigerung jedes Jahr vorhanden ist bei der Dividende. Also jedes Jahr sollen wohl mehr Gelder an die Aktionäre ausgezahlt werden. Wird trotzdem noch kein Wert für Dividendenjäger sein. Also nehmen wir erstmal so hin. Die Dividendenrendite liegt dann jetzt so bei 0,41%. Und im Jahr 2023 ja, wird sie dann so bei 0,56% liegen. Also ihr seht schon, das ist eine Steigerung, die hier jedes Jahr erfolgt, die auch nicht wirklich hilft, um hier ja, eine satte Dividende jedes Jahr einzufahren. Aber sie steigt zumindest. Ja, das Free Cashflow soll dann in den nächsten Jahren auf einem sehr hohen Niveau sein. Die nächsten beiden Jahre aber ein bisschen schwanken, bevor es dann weiter hochgeht. Die Dividende kann aber weiterhin ganz, ganz lässig aus den Freimitteln bezahlt werden. Und das ist natürlich schon mal ja auch ein gutes Zeichen. Jo, dann sind wir jetzt soweit durch. Dann schauen wir uns eben das Ergebnis an. Das liegt bei 7,5. Hier muss man natürlich sagen, die Abschläge, es sieht ja alles sehr gut aus. Ne? Also wenn jetzt wirklich das so eintrifft, wie die Analysten vermuten, ja, dann wird das Unternehmen weiterhin im Umsatz und Gewinn wachsen. Dividende wird weiter steigen. Das ist alles wunderbar. Die Verschuldung ist gut. Ja, die Vergangenheit ist auch gut. Das Einzige, was wirklich auch hier zu Punktabzügen geführt hatte, ist natürlich zum Teil die, ja, die hohe Bewertung auf KUV-Basis und natürlich die charttechnische Situation. Na, da gab es natürlich hier ja, immense Punktabschläge. Das ist natürlich nicht schön. Für die Punktevergabe bedeutet aber auch, dass die Aktie um einiges günstiger geworden ist wie vor ein paar Monaten oder wie vor einem Jahr. Und daraus ergeben sich natürlich dann auch Chancen für Anleger, die jetzt neu rein wollen. Wir haben auf jeden Fall ein Bewertungsniveau erreicht, ja, das ordentlich ist. Also das auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend ist. Also was ich jetzt insgesamt gesehen habe, war jetzt auch nicht schlecht gewesen. Ne? In der Vergangenheit ist das Unternehmen sehr gut gewachsen und Tencent schreibt seit Jahren richtig gute Gewinne. Die Verschuldung ist nicht zu hoch und auch die Schätzungen ja, sehen eigentlich sehr gut aus. Natürlich muss man die Risiken mit berücksichtigen und das bedeutet natürlich auch Abschläge ja, bei der Bewertung der Aktie selber. Naja, und wie diese sich auf die weitere Entwicklung und die Geschäfte auswirken, muss man natürlich auch dann erstmal sehen. Ich habe mal die letzten Quartalzahlen mir angeschaut, um ja, da mal vielleicht einen ersten Eindruck zu bekommen. Also das EPS belief sich jetzt im letzten abgeschlossenen Geschäftsquartal bei 4,07 Yuan gegenüber 3,96 Yuan die Aktie im Vorjahresquartal. Also Wachstum ist beim Gewinn weiter vorhanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,49% gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 142,37 Milliarden Yuan umgesetzt gegenüber 125,45 Milliarden Yuan im Vorjahreszeitraum. Also auch hier ist das Wachstum trotz der Querelen in China und mit der Regierung ja weiter intakt. Ja, für das Quartal hatten die Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,86 Yuan gerechnet und der Umsatz wurde zuvor auf 144,99 Milliarden Yuan geschätzt. Also der Gewinn war auch im Vergleich zu den Analystenschätzungen weitaus besser gewesen und nur der Umsatz, der lag halt leicht unter den Schätzungen, aber trotzdem war eine ordentliche Steigerung vorhanden. Also noch scheint der Konzern auf Kurs zu sein und klar, die Regulierung der chinesischen Regierung belasten natürlich, aber dennoch ist der Konzern immer noch auf Kurs und ja, hier muss man natürlich abwarten, wie die nächsten Quartalzahlen aussehen. Bis jetzt hat sich das jetzt noch nicht katastrophal auf das Unternehmen ausgewirkt. Was mir besonders gefällt, sind nicht nur die Wachstumszahlen, sondern vor allem die vielen Beteiligungen, die Tencent hat. Ne, hier liegen natürlich ja gigantische Werte, die nicht zu verachten sind.
Ich sage nur Tesla und JD und auch die ganze Beteiligung an den Spielefirmen und so weiter und so fort. Die haben ja ein richtiges, ja, richtige Massen an Beteiligung. Hinzu kommt natürlich jetzt die aktuelle charttechnische Situation. Wir sind aus diesem negativen Abwärtstrend schön seitlich rausgelaufen und bilden einen ja, leicht positiven seitlichen Trendkanal oder seitlich verlaufenden Trendkanal. Und das ist eigentlich ideal. Ne? Also nicht, dass wir aus diesem Abwärtstrend rauslaufen und dann weiter absinken, sondern im Endeffekt kommt jetzt nach dem Rauslaufen eine leichte Steigerung. Und das ist eigentlich ein schönes Bild, was ich da sehe. Sollte der Kurs mal über diese Oberseite des seitlichen Trendkanals laufen, wäre die Bodenbildung eigentlich dann auch abgeschlossen und dann sieht die Lage charttechnisch eigentlich ganz gut aus. Dann kommen jetzt noch interessante Nachrichten raus, die ich so beim Überfliegen halt entdeckt habe. Ne? Der Technologiekonzern Tencent verteilt wohl ein Paket Anteilsscheine des Online-Händlers JD.com im Volumen von 16,4 Milliarden Dollar jetzt an seine Eigner. Also ist jetzt auch keine schlechte Sache, die ich hier gesehen habe. Also das alles sieht jetzt nicht uninteressant in meinen Augen aus. Und ja, daher werde ich das Unternehmen ja in die Analyse mal schicken und mal genau unter die Lupe nehmen. Nicht um direkt hier zuzuschlagen, aber um eventuell vorbereitet zu sein, wenn sich eine gute Gelegenheit ergibt. Wenn sich die Lage in China mal beruhigt, könnte der aktuelle Kurs eine gute Gelegenheit darstellen, um hier einen ersten Fuß reinzubekommen. Und ja, was man dann aus der Position macht, kann man ja dann über die nächsten Wochen und Monate ja dann sehen. Also mir hat das auf jeden Fall jetzt nicht schlecht gefallen, was ich gesehen habe und daher bin ich doch jetzt ein bisschen interessiert an das Unternehmen. So, das war's dann für heute. Ich verabschiede mich dann schon einmal und hoffe natürlich, dass der Aktiencheck euch gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch geben würdet. Das würde mir nämlich helfen, den Kanal ein bisschen bekannter zu machen. Ja, und falls ihr mich noch nicht abonniert habt, kann ja mal passieren. Ja, dann macht das auch, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ich suche dann mal die nächsten Aktien raus. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen, dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!